hier bei 2 plus 2. Wir haben hier eine große Auswahl an Chariots, ja, und wollen heute mal zeigen, wo die Unterschiede bei allen Modellen liegen. Es gibt ja insgesamt 4 oder 5. Es gibt eigentlich 7 Modelle. Ja. 7 Modelle sogar. Ja. Aha, 7. Also so viel hätte ich gar nicht erwartet, aber umso schwieriger für den Kunden, das richtige Modell zu finden. Ja. Und da werden wir heute mal versuchen, da ein wenig Hilfestellung zu geben. Ja. Chariot, der Hersteller, ist eine kanadische Firma, wo man ja bekanntlich nicht nur Englisch oder Französisch spricht. Ja. Kommt das auch aus dem Französischen. Auch der Name Chariot lässt sich auch Französisch auf Chariot sprechen. Ist also sehr praktisch für ein zweisprachiges Land. Ja. Die Anhänger generell sind also mittlerweile, Chariot ist der größte Qualitätshersteller im Anhängerbereich weltweit. Toll. Baut eben verschiedenste Modelle. Wir haben eben jetzt da jetzt mal 3 empfinden, das sind die 7. Turbo-Modelle. Ja. Alles 270, wie man da hinten ja sehen kann. Ja, ja, ja. Im Wesentlichen gibt es also da die etwas günstigere Ausführung, ja, den Cavalier, der im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen da nicht gefedert ist. Und die beiden anderen Modelle sind also hier der Corsair und der Captain. Ja. Dabei der Unterschied zwischen dem Captain und Corsair ist nur, dass der Captain eine feste Bodenwanne hat, die Sie vielleicht auch sehen können. Ja, das ist diese, da sieht man die von hier. Das hört man auch. Ja. Sehr viele Chariot-Anhänger, die ja 10, 12 oder mehr Jahre schon unterwegs sind, auch noch mit dem ersten Textilteil, 5, 6, 7 Kinder hinter sich haben, also die halten sehr wohl. Die feste Wanne hat halt den Vorteil, wenn man was extrem Stabiles sucht, ja, zusätzlich Waren transportieren will. Es ist ein Gurtsystem mit verstellbaren Bändern, ja, lässt sich auf also jede denkliche Größe einstellen. Und es ist also nicht nur dieser Schultergurt, sondern es gibt dann auch noch einen Bauchgurt. Die Kinder werden also wirklich sehr, sehr gut und sehr sicher gehalten, auch falls der Anfänger mal kippen sollte. Ja. Das heißt, man sollte aber Schultergurt und Bauchgurt beides eigentlich immer anziehen, oder? Würde sich empfehlen, ja, so dass die Kinder bequem drinnen sitzen, so nicht irgendwie wieder eingesperrt sich fühlen, aber die meisten Kindern macht das gar nichts, die sitzen dort sehr gut drinnen und ja, auch genug Bewegungsfreiheit. Und kann man sagen, bis welchem Alter so eine Sitzbank für 2 Kinder ausreicht also oder nicht? In der Regel auf jeden Fall bis 6 Jahre. 6 Jahre. Die größeren Anhänger, also der Corsair vor allem, geht teilweise sogar bis 8-Jährige, ja, wobei die Kinder dann sowieso nicht mehr drin sitzen wollen, möglicherweise. Ja. Aber bis 6 ist so der Faustregel. Und das ganz gut. Das heißt, der Unterschied zwischen Cabrio und Corsair ist auch die Sitzhöhe, oder? Also die Sitzbankhöhe. Ist generell einmal die Größe, ja, also wenn man die beiden nebeneinander, ja, nebeneinander sieht, der Cabrio ist etwas kleiner. Der Corsair ist überhaupt einer der größten Fahrtanhänger, Marktkinderfahrtanhänger, der hat die größte Kopfhöhe, die größte Breite und am meisten Funktion. Ja. Das heißt, ja, es ist für kleine Kinder extrem viel Platz und für größere Kinder passen noch immer rein. Da ist jetzt im Corsair, sehe ich, ein spezieller Einsatz. Ja. Die Chariot-Sitzstütze, die ist, für Kinder ungefähr bis 15, 16 Monate. Ja. Das ist ein verstellbarer Kopfstütze und eine verstellbare Stütze für Schulterstütze, sodass die Kinder erstens gut drinnen sitzen, auch wenn sie schlafen, der Kopf gut gehalten wird. Gibt's also das Zubehör ist passt für alle Chariot. Die Federung, ja, die haben wir hier und hier haben wir, das ist glaube ich eine patentierte Federung, oder? Die patentierte Federung, die ist auch verstellbar, Sie sehen hier dieses Kader, da lässt sich also die Federung auf das Gewicht der Kinder anpassen. Sogar für links und rechts unterschiedlich, wenn unterschiedlich schwere Kinder drinnen sitzen. Aha. Was der Normalfall ist eigentlich. Ja, ja. Sehr, sehr praktisch und man kann vielleicht auch demonstrieren, die spricht sehr feiner. Zusammengefasst kann man also sagen, dass der Cruiser Cabriolet gegen den Corsair XL und den Capitaine XL sich in der Form unterscheiden, dass das Cabriolet eben vom Platzangebot ein wenig kleiner ist für die Kinder. Die Federung würde hier bei dem Modell auch fehlen. Ja. Beim Corsair XL ist sowohl eine Blattfeder als auch das Platzangebot geräumiger. Und der Capitaine XL hat zusätzlich eine feste Wanne. Ja. Dafür ist allerdings der Cabrio, der die wenigste Ausstattung hat, auch am leichtesten. Das heißt, der Gewichtsunterschied zwischen
wer einen leichten sportlichen Anhänger sucht, ja, ist vielleicht mit dem Cabrio besser bedient. Mhm. Und wer also eher mehr Platz braucht, nimmt eines von den beiden anderen Modellen. Aha, gut. Vielleicht zeigen wir mal anhand des Cabriolets, wie man so eine Chariot zusammenlegt. Ja, ich blende mal kurz den Berg, damit wir das besser sehen. Ja. Mit einem Blick in den Kofferraum. Ja, das wäre auch vielleicht mal schön zu sehen, wie groß der ist. Also da passen doch einige Einkaufstaschen hinein. Da kann man ganz, ganz ordentlich einkaufen gehen oder auch ins Bad fahren, was auch immer. Ja. Also das Ding ist sehr leicht zusammenlegen. Ich lege den Schiebekuchen hinein. Ja. Und jetzt gibt es diesen Griff. Ja. Ah ja. Den Anhänger zusammen. Nehmen wir den Schmiedel wieder. Die Räder kann man einfach mittels Druck auf den Knopf in der Mitte abziehen. Ah ja, das geht ja sehr einfach. Ziehen, anlegen. Sehr gut. Dann wird der Schwippel wieder verschrollen. Ja, das da rein. So, und dann muss man Lager hin. Ja. Jetzt kann ich den Anhänger wieder zuzumachen. Der wird ja sehr, sehr flach auch. So flach? Ja. So, und so kannst du sich jetzt leicht verstauen, transportieren, in die Ecke lehnen. Ja, und er passt eigentlich so in, kann man sagen, fast jedes Auto. Ja, fast jedes Auto. Ja.